So Leute, ihr seht also, wir haben alle eine lustige Brille auf und zwar handelt es sich hier um die MetaQuest 3. Ein mega geiles VR-Gerät, man kann sich anfassen, man kann sich auch sehen. Ihr seht ja quasi jetzt, also ich sehe jetzt hier, ne, das ist mein, das ist ein Kameramensch. Angefasst von Sebastian und Marie. Wir haben auf den anderen beiden Kanälen, kommt die Tage auch noch ein schickes Video. Wir werden jetzt hier schön gleich Ghostbusters zocken, Digi. Ghostbusters Rise of the Ghost, Leute. Das werden wir jetzt hier schön zocken mit der VR. Ja, vielen lieben Dank natürlich an die Herrschaften hinter MetaQuest 3, dass sie uns das Ding hier zur Verfügung gestellt haben. Ich habe hier eine absolut geile Experience. Ihr habt jetzt hier schon ein paar Bilder gesehen, weil ich hatte noch nie so ein Gerät auf. Und jetzt kann man hier sogar durchgucken. Ich kann euch sehen. Da vorne, ich sehe euch. Ne? Ich habe hier nämlich eine Kamera schön drin. Ja. Also es ist ja immer geil. Das ist gut, ne? Also man sieht zwar die Augen der Menschen nicht mehr, aber ihr seht ja auch meine POV. Ich hab hier einen geilen Monitor, Alter. Ihr könnt hier nicht schön dann. Schaut in die Videobeschreibung, da ist das Geld verlinkt, weil das ist ja Weihnachten, ne? Ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehen wir rein in Ghostbusters. Wollen wir starten, Jungs? Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. So, Maxim, du hast es schon mal gemacht. Das ist durch die Durchsichtsvariante das beste Experience. Du kannst alle quasi sehen, in-game ist das natürlich nicht so, außer deine Begrenzung. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein bisschen nach links und rechts tüdelst, habe ich hier einen sogenannten Safe Space. Zu diesem Safe Space gehörst du aber nicht dazu. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinfasse, das finde ich täglich. Ja, hier ist jetzt auch rot bei mir. Habe ich den? Ja. Da. So, also wir sehen uns natürlich dann trotzdem nicht. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen vorsichtig sein. Wir werden uns jetzt ja in-game bewegen. Und das könnte krass sein. Oh mein Gott, jetzt sehe ich ein Ghostbuster-Zeichen. Oh, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Oh, nee, oh, das. Oh, also das eigentlich, liebe Zuschauer da draußen, wo seid ihr? Da. Soll das ein Horror-Game sein? Oh, ich kotze gleich. Ich kotze auch schon ein bisschen, muss ich sagen. Big T, yo, was geht ab? Gabi. Jetzt, ich bin drin. Okay, geh mal ins Haus rein. Moment, es redet gerade jemand. Ach so, sorry. Wenn er reinkommt, schreit er erstmal und sagt, ich kann das nicht. 100 Pro. Er wird an sich zweifeln. Können wir bitte beim Thumbnail alle so gucken? Kann ich sag's nochmal? Ja. Da ist dein Daumen. Oh ja. Der schüttelt die Flaumen. Oh, ich seh ein Haus. Ich seh ein Haus, okay. Okay. Ja. Oh, nein. Oh, ja. Oh, warte mal. Ins Haus, die kleinen Gags. Ich bin im Haus. Ich kann mich nicht. Ich bin im Haus, Leute. Oh, oh mein Gott, ich kotze gleich. Okay, da ist das Haus. Ich hab Handschuhe. Warte. Wir müssen jetzt scannen. Grab that. PKE-Meter. Wie mache ich das? Oh, wie nehme ich das Gerät? Muss ich das so nehmen? Pass auf hier, mit dem, du nimmst mit deinem Mittelfinger. Au! Oh. Ich hab's mir vorhin ins Gesicht gehauen. Leute, ich bin so gut in dem Spiel. Ach so, und jetzt? Nein, ich habe mein Gerät verloren. Nee, du musst da wieder den Zeigefinger oder den Mittelfinger drücken. Ich kann das Buch nicht nehmen, weil eine Couch davor ist. Du bist nur am Rumbrüllen, Maxim. Oh, es geht wirklich. Ich hab die Tür aufgemacht. Ich bin ja schon im Keller. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Komm nichts raus. Hör mal auf. Ah! Das passiert was mit der Wand. Maxim, hast du das? Ich hab ein Buch. Ich muss rausziehen. Boah, ich schwitze. Klima, oder? Klima. Ja, ich schwitze auch. Wir brauchen Klima. Wie fährt man runter? Ach so. Oh, hier kommt Blätter hoch. Was da gleich mal? Da steht ein Getränk. Kannst du mir das mal aufknacken? Ich laufe extra, damit nichts passiert. Scan. Wie schieße ich mit der Falle? Wie benutze ich die Falle, Freunde? Du drückst... Achso, ich schieße die weg. Ja, mit dem Zeigefinger schießen. Zieh den Schalter und... Oh, oh mein Goodness! Du musst noch eine Nuklearrakete starten. Da liegt jemand auf dem Boden. Der Gustav. Alter! Ich will so ein Ding von zu Hause. Alter, das Proton gibt. Also, das ist sick. Also, kämpfst du schon? Ja, ich war so am Fighten gerade. Ihr spoilert mich hier komplett aus dem Leben. Das ist mein Video. Also, jetzt bin ich in der Höhle. Ja, Jungs, ich mach zum ersten Mal hier VR. Nein. Oh mein Gott, das hat geklappt. Now pull the lever there for power. Pull the level power. There you go. That elevator. Oh, Strom, aber dann schmeckt der Strom aus. Ja, das muss so. Look. Wie sollen wir das zusammenschneiden, was wir hier machen? That's it. Now get out of there. Ich hab übelst die Waffe. Bro. Und du machst das jetzt, okay? What? Ich hab den ganzen Raum kaputt. So. Kann ich das ganz kurz erleben hier? Gib mir bitte eine Minute Ruhe. Oh, Geist. Hallo. Ja. You're gonna get a quick lesson in particle throwing. Grab the proton wand from Petershall. Who you gonna call? Ghostbusters!
Spiels. Oh Mann, da ist ja noch einer. Aber der geht immer so weit weg. Zu mir, Schwein. When the ghost is tethered, you need to pull so wie das. Oh, ich bin immer gut. Ich muss ihn so töten. Junge, das Spiel macht so krass, Bro. So, jetzt habe ich ihn jetzt voll für die Klappe. Und jetzt rein in den Ghost. Oh, der Ghost Lord. Der Ghost Lord. Nein! Ich kann nicht schießen. Oh mein Gott, ist kaputt. Sie ist gelähmt. Was mache ich jetzt? Die kämpfen jetzt einfach. Die wehren sich. Bist du auch da? Ich bin da jetzt gerade durch. Du wirst gleich tanzen. We just released it into the city. So, okay. Lol. Moin. Junge, hör auf zu knutschen. Hallo. Also, das ist Maxim. Maxim, nimm mal die Hand. So, das ist Sterzig. Hier mal die Hand. Die Hand bitte, Sebastian. Wie streichelst du dir nur den Bauch? Mann, du machst mich fertig! Hör auf, bei mir zu tanzen! Boah, mir ist wirklich schlecht. Hör auf! Alter, du machst einen Fortnite-Dance, oder? So, Sebastian, du bist immer gut, um sowas in Auftrag zu finden. Mach mal deine Auftragssachen da hinten. Bitte. Sag bitte. Hab ich doch gerade. Sag nochmal bitte. Sebastian, du bist ein Game Boss. The Hook Faber Factory. Gustav made his money in energy storage. Schnapp dir einen Kanister und befestige ihn an der Erntemaschine. Finde einen Weg, die Erntemaschine einzuschalten und dann Geister darin zu fangen, um deinen Kanister zu befüllen. Mein Weg. Leute, jetzt ganz gespannt. Sebastian, geht's dir gut? Oh, alles okay? 360. Das hat keiner gesehen. Mach nochmal. Ja gut, dann lass uns mal rein hier. Hallo, wir sind hier oben. Du bist da oben. Ich, ja, stimmt. Da ist ein Geist. Da ist ein Geist. Hey, mir steht jeden Tag die ganze Zeit, steht mir irgendeiner in der Linse. So, guck mal, wir müssen hier Batterie rein tun. Ja, wir haben schon einen gefunden hier oben. Ich habe auch schon eine Batterie hier oben. Wait, das ist ein Puzzle. Ich kann Puzzles übel gut. Sebastian, was soll das? Weißt du gerade Scheiße nach mir? Also, ich habe hier einen von diesen grünen Kanistern, ja? Aber der will nicht ran. Also, ich habe das Ding jetzt geschüttelt. Jetzt tue ich das wieder rein. Guck mal, jetzt, ich habe was Gutes gemacht. Guck mal, ich habe schon drei grüne Dinger gemacht. Wir brauchen jetzt noch den Kanister. Achso, wir brauchen hier einen Kanister. Ja, gib mir den Kanister her. Hast du nicht mitgemacht? Nein. Bitte töte dich. Bitte wirklich. Mario, Sebastian, spiel nicht richtig mit. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist bei mir, was ist bei mir? Sebastian, gib mal helfen. Wo ist ein Geist? Ja, ja, der muss sterben. Oh, mehrere. Ja, wir müssen den Geist, der Geist, der Geist, der Geist. Mach ihn weg. Ich hab ihn Stunlock, Stunlock. Wir müssen die Taylor Swift wegmachen. So. Ich hab eine Falle. Falle ist bei mir. Ich hab die Scheiße, ich muss jemandem High Five geben. Nein, muss ich. Doch, sonst sterbe ich. Ach so. Dann seine Augen sind riesig. Oh, danke, Mann. Danke, Bro. Ich hab schon die Falle in der Hand. So, okay, er ist gestunt. Ich hab Mann in dir. So, jetzt eine Falle drunter. Ja, ja, ich bin einmal in die Fliege. Noch nicht. Noch ein bisschen weiter, Der hat sich damit eine Falle eingesetzt. Ja! Du läuft die Suppe in die Meta-Quest rein. Also bei mir auch. Ein Rätsel. So, und fertig. Ich hab's gelöst. Und die Waffen raus. Scheiße, Bro. Wir haben ja zwei Gäste, jo. Nee, einen hab ich. Ja. Ja. War der eine jetzt hier, ne? Der obere. Oh, er hat mich angepupst. Der eine ist jetzt gleich stand. Okay. Ja, oh, die Falle war bad. Geil, ich schieß hoch. Ich auch. Hey! Ja, die Falle ist... den nicht! Ah, die scheiß Falle da oben, oder was? So, jetzt. Oh! Okay, das ist jetzt Triple. Warte, warte mal, der eine nehmen. Ja, da muss er rein. Ja, er ist drin, aktivier dich. Aua. So, jetzt ist er gleich gestartet. Hol dein Ding raus. Bitte warten. Hol dein Ding raus. Bitte warten. Ich habe hier so einen Supergeist. Ich bin ganz woanders jetzt hier, glaube ich. Jetzt in die... Oh ja! Oh mein Gott, du hast es einfach irgendwie geschafft. Hä, hinter noch einer. Noch einer. Ja. Es lief jetzt noch nicht allzu gut, Kalle. Maxim, lass mal sein. Leute, ihr seht ja, wo ist die Kamera? Es war jetzt meine erste Experience hier mit so einer VR-Brille. Wir haben zu dritt gespielt in einem Raum, oder? Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr alles zur Meta-Quest. Ja, gib mir mal ein High Five, genau. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Mein Goodness! Außerdem werde ich jetzt in den nächsten Tagen auch noch die Videos von Maxim und von Sterzig hinzufügen. Die kommen jetzt in den nächsten Tagen auch noch online. Da haben wir nämlich auch was Schönes aufgenommen. Also schaut da gerne vorbei. Jo. Und danke nochmal für die Kooperation, ne? Arrivederci.